Ich bemühe mich bei meinem Lernen über die Vorgänge, die ich bei Denkreisen aufarbeite, objektiv zu bleiben und beide Seiten gleichermaßen anzunehmen. Ich betone es nochmal, ich bin kein Professor, der hier Vorlesungen hält. Ich lerne diese Sachen selbst eigentlich nur kurz, bevor ich sie hier an dich weitergebe. Wo du den Staffelstab aufgreifst und deine eigenen Schlussfolgerungen aus der Sache ziehst, liegt ja gänzlich bei dir. Ich bin an dieser Stelle nicht der Meinung, dass ich mich bei der Frage, wie finster und düster das Mittelalter war, unmittelbar polarisieren muss. Zumal ein klares Bekenntnis zum einen der beiden Blickwinkel unweigerlich dazu führt, dass man bei allen anderen Begegnungen mit diesem Thema bereits diesen Filter im Kopf hat und seine Gedanken auf ein vorgefasstes Ergebnis hinlenkt. Meine Biografie ist hierbei eindeutig. Viele Jahre war ich ein typischer postmoderner Enthusiast, der in dem Handeln der Kirche in Europa durch all die Jahrhunderte nur die Monstrositäten und die Gräuel gesehen hat. Das ist ja auch nie gänzlich falsch gewesen. Die historische Blutschneise ist durchaus beachtlich und kann auch nicht von den heute so zahlreichen Apologeten wegrationalisiert werden. Aber dies ist nicht die Gesamtheit der Erkenntnisse, die man hierbei beziehen kann. Die Vergangenheit ständig nur durch die Brille der Gegenwart zu betrachten, ist unbefriedigend, denn es erschafft kein Verständnis dessen, wie die Leute damals getickt haben. Und das allein ist schwer genug. Um den Alltag und die Atmosphäre der Zeit zu verstehen, muss man sich etwas mehr auf die Dinge im Kontext ihrer Zeit einlassen. Ohnehin wären die meisten Menschen im Mittelalter erstaunt gewesen, dass wir ihre Existenz als eine Art Dauerhorror ansehen. Und somit liegt eine gewisse Aufgabe auch bei dir. Du musst stets im Hinterkopf behalten, dass die Dinge nie in Schwarz-Weiß-Mustern daherkommen. Nehmen wir mal das ganz frühe Mittelalter, also eine Zeit, in der zunehmend die heidnischen Häuptlinge aus dem dichten Wald der Geschichtslosigkeit herausgetreten waren und sich zum Christentum bekannten. Könnten wir durch die Zeit reisen, so würden wir eine Menge Mönche und Bischöfe erleben, die zusammen mit der lokalen Bevölkerung zu unglaublichen Kraftakten fähig waren. Diese Leute waren die treibende Kraft hinter der Gründung von Städten in Mittel- und Westeuropa. Die kamen aus dem Kloster mit alten Papierrollen unter dem Arm und 30 Mönchen im Schlepptau, die alle gewillt waren, sich die Hände schmutzig zu machen. Und sie packten beim Bau von Häusern an. Sie waren die Gelehrten ihrer Zeit, die wussten, wie man Brücken konstruiert, was Statik ist und wie man eine Bewässerungsanlage ausgräbt. Ja, sie brachten auch immer die Kirchen und Kapellen mit sich und das Kreuz und die lateinischen und griechischen Bibelabschriften, die nur sie verstanden haben und somit gekonnt gegenüber der analphabetischen Bevölkerung ausspielten. Es war in der Tat nicht alles nur positiv. Aber so ist es halt. Manchmal frage ich mich, ob wir so viel anders sind. Uns stellen auch ständig größere Geister, als wir es sind, vorzügliche Dinge zur Verfügung, Internetplattformen, Applikationen, soziale Medien. Diese werden uns mit einer Hand gereicht. Ganz kostenlos. Und doch ist da noch die andere Hand, in der stapeln sich Werbung und geldgeile Schrägheiten. Wer die Vorzüge der neuen Medien genießen will, muss auch ein wenig den neuen Gott unserer Zivilisation annehmen. Den Konsum. Das Verchecken von Sachen. Yengi. Der Berliner Philosoph Byung-Chul Han hat unlängst erst Facebook mit dem neuen Feudalismus verglichen. Doch wie vermutlich deutlich geworden ist, schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Alles, was ich in den vorangegangenen zwei Episoden dieser kurzen Reihe gesagt hatte, reflektiert den apologetischen Blickwinkel. Die Christianisierung Europas scheint in diesem Szenario eine gute Sache zu sein. Nun ja, doch nehmen wir mal diesen Satz, den ich da als Metapher verwendet hatte. Heidnische Häuptlinge verlassen den dichten Wald der Geschichtslosigkeit und bekennen sich vor diesen Bischöfen und Mönchen zum Christus. Hier würde Claude Lévi-Strauss angewidert den Kopf schütteln. Wir maßen uns stets an zu wissen, dass diese Leute geschichtslos waren und erst durch die Glaubensumstellung und Zivilisierung wurden ihre Weichen korrekt in Richtung Zukunft gestellt. In Wirklichkeit hatten viele dieser Kulturen nur aus einem Grund keine eigene Geschichte, weil das Christentum sie ihnen geraubt hatte. Weil ihnen keine Zeit geblieben war, sich selbst lange genug mit Geschichtsschreibung und Aufzeichnung zu befassen. In seinem Buch Thoughts Concerning Education, zu Deutsch Gedanken zur Erziehung, schreibt der britische Philosoph John Locke: Alles, was man von der Geschichte sagt, kommt auf Schlachten und Morden hinaus. Die Ehre und den Ruhm, den sie den Eroberern beilegt, welche meistens nur die Henker des Menschheitsgeschlechtes waren, bringt den heranwachsenden Jüngling vollends auf den Gedanken, dass Menschenmord das rühmlichste Geschäft und die größte Heldentugend seien. Dieses Problem der Geschichtsentschlüsselung war also bereits im Barock nicht unbekannt. Es ist ohnehin ein Thema, das über historische Dimensionen hinausreicht.
Jeder, der sich intensiv mit der Natur beschäftigt hat, erlebt irgendwann diesen schockierenden Augenblick der inneren Erkenntnis. Für einen kurzen Moment steht man da, umgeben von all der vibrierenden, agierenden Natur und erkennt, dass sämtliche Mechanismen des Lebens und der Evolution nur zwei Themen haben: Sex und Tod. Ein Augenblick, an dem auch Charles Darwin nicht vorbeikam. Alles in der Natur beschäftigt sich nur mit dem Erhalt der eigenen Spezies. Durch die Vermehrung und Ernährung, die Sicherung des Genpools. Alles andere, das man beobachten mag, ist mit großer Wahrscheinlichkeit nur eine menschliche Projektion. Unser Wunschdenken über die Beschaffenheit der Natur, wie wir sie eben gerne hätten. Hat man das erstmal an sich herangelassen, muss man sich die Frage stellen, was jetzt? Wie machen wir an dieser Stelle weiter? Zu definieren, dass unsere Ahnen Halsabschneider und Fanatiker waren, dass sie nicht unsere eigene moralische Noblesse besessen hatten und lieber wortwörtlich an einen Mann geglaubt haben, der auf dem Wasser gehen konnte, ist kontraproduktiv. Es ist nicht unbedingt falsch, doch man kann damit nicht viel anfangen. Man kann immer die Ahnen als Dummköpfe darstellen, weil sie kein Twitter hatten. Doch das hat den ungünstigen Beigeschmack, dass die meisten Menschen nicht deswegen Twitter haben, weil sie so super smart sind, sondern deswegen, weil die Installation so einfach ist, dass man es sogar einem Pavian anvertrauen könnte. Und dann beginnt man langsam, eine Zwiebelschale nach der anderen abzuziehen. Ob als Naturbeobachter oder Leser von historischen Sachwerken. Und man beginnt zu sehen, dass der Altruismus zwar da ist, doch je tiefer wir in die Geschichte oder in die Evolution steigen, desto deutlicher wird, dass Altruismus oder Moral oder Ethik eben ein zartes Pflänzchen ist, das stark davon abhängig ist, dass die Umgebung es entsprechend belohnt. 1871 schreibt Darwin in seinem epochalen Buch Die Abstammung des Menschen und die geschlechtliche Zuchtwahl: Wenn Menschen gezwungen wären, unter genau denselben Bedingungen zu leben wie Bienen, bestünde kein Zweifel daran, dass unsere unverheirateten Weibchen ähnlich den Arbeiterbienen denken würden, es sei ihre heilige Pflicht, ihre Brüder zu töten, während Mütter sich ereifern würden, ihre schwangeren Töchter zu morden, und niemand würde sich einmischen. Das ist dann eben das Problem mit der postmodernen Sichtweise der Dinge. Sie entsteht ausschließlich in diesem geistigen Reinraum, in dem man den Luxus hat, sich selbst aus der Gleichung herauszunehmen und bequem über die anderen nachzudenken. Ich habe es über die Jahre lernen müssen, mich in diese Gleichung wieder zurückzubringen. Denn mal ehrlich, nehmen wir mal an, ich halte mich selbst für einen guten Typ. Ich mache anderen Leuten die Tür auf, ich mag es, wenn mich jemand anlächelt, ich helfe auch mal gerne einer Oma über die Straße oder halte den Jugendschutz für wichtig. Ich hasse aus tiefstem Herzen, wenn anderen Leuten Leid zugefügt wird, insbesondere wenn es sich um Kinder oder Frauen handelt. Aber ist all das eine hundertprozentige, unumstößliche Garantie dafür, dass ich, hätte ich vor 80 Jahren gelebt, kein Aufseher in einem Konzentrationslager wäre? Ist es eine hundertprozentige Garantie dafür, dass ich nicht im 30-jährigen Krieg zusammen mit anderen Landsknechten die Frauen von Magdeburg vergewaltigen würde, um ihnen anschließend den Hals durchzuschneiden? Ist meine jetzige Verfassung eine in Stein gemeißelte Garantie dafür, dass ich nicht ein Konquistador wäre, der in der Karibik kaltschnäuzig und belustigt halbnackte eingeborene Menschen mordet? Alex DeLarge in Clockwork Orange ist da deutlich ehrlicher mit sich. Als man ihn zwingt, die Bibel zu lesen, stellt er sich in seinen Tagträumen gleich vor, wie es wäre, ein römischer Söldner zu sein, der lustvoll den nackten Rücken von Jesus peitscht. Und wie viel Spaß das machen kann. Es ist leicht für mich, all das Grauen von mir zu weisen. Ich hatte 30 Jahre Zeit, Bücher zu lesen und meinen Geist zu schulen. Doch wer bin ich wirklich? Und damit sind wir bereits tief in der Nature versus Nurture Debatte. Sind unsere Wesenszüge in unsere Gene eingestanzt, sodass die Mörder und die Verbrecher unter uns bereits mit all den entsprechenden Prädispositionen geboren werden? Oder sind wir bei unserer Geburt eher unbeschriebene Blätter, die erst durch Kindheit und Umgebung entsprechend kodiert oder konditioniert werden? Das ist eine zugespitzte und aggressive Debatte, die gegenwärtig an vielen Stellen geführt wird. Und hier sage ich, vielleicht muss man sich da nicht polarisieren lassen. Man muss sich nicht zwingen lassen, sich für eine der beiden Positionen zu entscheiden. Es ist doch eher wahrscheinlich, dass beides gleichermaßen eine Rolle spielt und somit gleichermaßen weniger eine Rolle spielt, als von den jeweiligen Verfechtern angenommen. In dieser gegenseitigen Interferenz zwischen unseren Veranlagungen und den Umgebungsvariablen können Eigenschaften und Verhaltensmuster verstärkt oder gedämmt werden. Und deshalb erscheint die Welt auch so kompliziert. Zumindest dann, wenn wir nicht mehr Religion zur Hand haben als den großen Vereinfacher. Mit anderen Worten, lasse dich nicht polarisieren.
Zurück zur Weltgeschichte. Niemand erwartet von uns, dass wir allen historischen Halsabschneidern eine Absolution erteilen. Es ist immer gut, das postmoderne Urteil im Hinterkopf zu behalten, die Erkenntnis, dass unsere Vorfahren möglicherweise Monster waren und dass wir niemals wie sie werden möchten. Eine Sorge, mit der man heute allzu gerne spielt. Man erkennt es an all der Fülle an Endzeit- und Zombie-Filmen und Serien, die sich klar zu der Idee bekennen, dass die Gemeindeordnung unserer Zivilisation nur ein dünnhäutiges Konstrukt ist. Und beginnt dieses zu zerreißen, dann kommen die Monster zum Vorschein. Und wir wissen alle, dass die Monster in diesen Filmen nicht die Zombies sind. Die sind nur ein Teil der gefährlich gewordenen Landschaft. Die Monster in solchen Geschichten sind Menschen. Es sind Profiteure und es sind die Sadisten. Doch auf der anderen Seite müssen wir unseren Ahnen auch einiges nachsehen. Die Umstände, in denen sie gelebt haben, waren manchmal außerordentlich hart und schwierig. Die Menschen des 10., 11. oder 12. Jahrhunderts mussten mit allerlei Mühen zurechtkommen. Es gab schlimme Dürrezeiten, es gab unnötige Kriegshandlungen zwischen Aristokraten und es gab die Pest. All diese Erfahrungen brachten oft auch das Schlimmste im Menschen hervor. Wir müssen das nicht beschönigen. Wenn die Ernten schlimmer wurden, wurde zum Beispiel die Prostitution brutaler. Warum? Weil es dadurch öfter vorkam, dass Eltern ihre jugendlichen Töchter in die Prostitution verstießen. Doch das ist ein Phänomen, das man heute in bestimmten Regionen der Dritten Welt auch beobachten kann. Es war sicherlich nichts Spezifisches für das Mittelalter. Wenn schlechte Ernten die Menschen plagten, standen die Kornspeicher eben verstärkter in der Gefahr, ausgeraubt zu werden und wurden somit auch aggressiver verteidigt. Dabei floss auch Blut. Wir vergießen heute auch Blut, doch da geht es dann mehr um Erdöl und Bodenschätze, weil uns Hunger nicht mehr so viel beschäftigt. Ohnehin wird deutlich, dass wir heute keineswegs zivilisierter sind. Wir haben nur eine Welt geschaffen, in der wir es uns leisten können, sozioökonomische Probleme in die Übersee zu verdrängen. Dieses Privileg hatte der mittelalterliche Stadtbürger nicht. Er sah in seiner Stadt stets alle Aspekte der Lebensrealität, die angenehmen und die schrecklichen. Wir haben es gelernt, die unangenehmen Themen in die Ferne zu verbannen, in die Sweatshops in Bangladesch und die Edelmetallminen von Zentralafrika. Natürlich besteht kein Zweifel daran, dass viele Feudalherren einfach nur derangierte Spinner waren. Ich hatte nie ein großes Herz für die Aristokratie. Aber unter uns gesagt, wenn ich gezwungen wäre, in einer Schlacht dabei zu sein und ich hätte nur die Wahl zwischen der Schlacht von Agincourt, einer Schlacht im Dreißigjährigen Krieg und der Schlacht an der Somme oder der Schlacht um Stalingrad, wäre das mittelalterliche Schlachtfeld möglicherweise noch die beste Option. Unbestritten sind die gesundheitlichen Probleme des Mittelalters. Die Pest war eine belastende Plage, die sicherlich allerlei Aberglauben und zwischenmenschliche Hässlichkeit heraufbeschwor. Das ist unbestritten. Doch in der Renaissance und im Barock gab es ebenfalls Ausbrüche der Pest und die sozialen Konsequenzen waren hierbei keineswegs rosiger oder rationaler. Und dann ist da natürlich die Hexenverbrennung und die Inquisition, die so stark mit dem Mittelalter assoziiert wird. Auch hier muss man aber differenzieren. Der Grund, dass Hexenprozesse überhaupt so tief in unserem Bewusstsein verankert sind und so oft Erwähnung finden, hat fast nichts mit dem Mittelalter zu tun. Ja, es gab Hexenverfolgung im Mittelalter und ja, auch die Katholiken haben sich mit ihrer Inquisition nicht mit dem Ruhm bekleckert. Dies war eine tiefe christliche Engstirnigkeit, für die es kaum eine moderne Entschuldigung gibt. Und Kardinal Ratzinger alias Papst Benedikt hat es häufig genug versucht. Und dennoch, die mittelalterlichen Hexenprozesse verblassen in Quantität und Gräuel vor der Hexenfolterindustrie des Barocks, hier insbesondere im 17. Jahrhundert. Hier und nicht im Mittelalter fand der überwiegende Teil aller Hexenverbrennungen statt, über die wir heute sprechen. Das 12., das 13., das 14. Jahrhundert haben nichts Vergleichbares vorzuweisen. Und im Barock waren insbesondere die protestantischen Regionen betroffen, wobei evangelische Priester dabei kaum eine Rolle gespielt haben. Der Hexenprozess war zumeist ein säkular von den Stadträten und Bürgern norddeutscher Städte initiierter Vorgang, bei dem man den Aberglauben der Bevölkerung für sich ausgenutzt hatte, um so zum Beispiel Menschen zu enteignen und Besitztümer zu verschieben. Dies war in erster Linie ein korrupter Kampf um Güter und Grundstücke. Ein sogenanntes Hexennest wie Lemgo war letztendlich eine Konsequenz des Dreißigjährigen Krieges und der überschnellen Verarmung eines kriegsgeplagten Bürgertums. Was bleibt, um den vergangenen Menschen besser zu verstehen, ist die Frage nach seinem Unrechtsbewusstsein. Natürlich gab es im Mittelalter Schieflagen und die Opfer dieser Schieflagen waren stets dieselben wie 1000 Jahre davor und 500 Jahre danach, Frauen und Kinder. Und die Kindersterblichkeit war immens.
Sicherlich werden wir noch viele Gespräche darüber führen, ob gerade die prekäre gesundheitliche Situation und die massive Kindersterblichkeit in Europa dem Christentum anzukreiden sei, das man heute allzu oft als fortschrittshemmend ansieht. Gerade im frühen Mittelalter, als sich hier noch ein Kulturkonflikt mit den schleppend sterbenden Zivilisationen der relativ aufgeklärten Antike abspielte. Und es ist sicherlich nicht falsch zu sagen, dass gerade die frühen Christen abergläubische Fanatiker waren, die sich insbesondere in der Ära des letzten großen römischen Kaisers Julian Apostata radikalisiert hatten. Eine ungesunde Mischung aus engstirnigen Leuten und machthungrigen Sektenführern, die bereit waren, gerade die ungebildeten Teile der Bevölkerung für sich zu gewinnen. Hierbei konnten gar nicht genug antike Bibliotheken in Flammen aufgehen. Doch ob das Christentum während seiner Ausbreitung in Mittel-, Ost-, West- und Nordeuropa einen fortschrittshemmenden Mechanismus darstellte, ist eine schwierige Frage. Karl-Heinz Deschner würde es sicher so einschätzen, aber vieles deutet darauf hin, dass gerade die Klostergemeinschaften sich am Ende des 9. Jahrhunderts zu reformieren begonnen hatten und durchaus zu interessanten Schnittpunkten des Wissens und einer gewissen Philosophie wurden. Sicherlich waren die geistigen Leistungen nicht immer von der Tiefe eines Plato oder Aristoteles, doch die Äbte und Mönche waren nicht selten pragmatisch und durchaus bemüht, mit Hilfe technischer Informationen, über die sie in den Klosterbibliotheken verfügten, das Leben der Menschen zu erleichtern. Dies spielt insbesondere bei der Urbanmachung und Bewirtschaftung von Gebieten eine Rolle, die davor lediglich dichte Wälder gewesen waren. Und natürlich war das Mittelalter zu einem beachtlichen Maße eine Männergesellschaft. Aber es spricht doch vieles dafür, dass manch eine Schandtat damals genauso wenig gut geheißen wurde wie heute. Und der typische spanische Eroberer des 16. Jahrhunderts, der in Südamerika einen Völkermord begeht, muss von uns nicht reingewaschen werden. Diese Leute waren auch nach den Maßstäben ihrer Zeit Schurken. Die kamen nach Europa zurück und haben nicht alles Erlebte getreu wiedergegeben. Die Erkenntnis über den Umfang ihrer Verbrechen wurde oft erst nachträglich minutiös von Historikern zusammengestellt. Denn nur wenige kehrten von solchen Reisen zurück und prahlten damit, Kinder getötet zu haben. Somit besteht kein Zweifel daran, dass gerade das 19. und 20. Jahrhundert zu einer schwerwiegenden Dämonisierung des Mittelalters beigetragen haben. Ein Vorgang, der heute gerade von vielen Seiten korrigiert wird. Doch auch hier gilt, das Kind nicht mit dem Bad auszuschütten. Das Mittelalter war eine Welt voller Reibung. Es besaß keinen Mangel an Schurken. Unsere Kritik an diesen Zuständen leidet jedoch häufig an gewisser Scheinheiligkeit, denn wir tun allzu gerne, als hätten wir diese Schurken aus unserer Gesellschaft verbannt, was gelinde gesagt blühender Unsinn ist. Denn die in der Regel männlichen Schurken haben lediglich das Schwert gegen die symbolische Krawatte eingetauscht. Die Denkprozesse sind zumeist dieselben geblieben. Und wo stehst du in diesem Spektrum? Wie ist dein Blick für die Menschheitsgeschichte und ihre ethischen Stolperfallen? Wie viel sollte man den Menschen der Vergangenheit nachsehen? Lass es mich doch wissen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Clip. Wie gesagt, ich halte hier keine historischen Vorträge. Ich lerne und teile euch meine Ergebnisse mit, vielleicht auch meine Irrtümer. Wer mir eine kleine Freude bereiten möchte, klickt unter dem Titel auf den roten Subscribe-Knopf. Nur ein kleiner Klick für die Menschheit, doch ein deutliches Zeichen der Anerkennung für mich. Also hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sei neugierig, lies Bücher und lasse dich nicht polarisieren.